Sag mal, Freunde, ich würde hier gerne rein. Vielleicht? Hallo? Hier kommst du nicht weiter. Nicht. Halt, stehen bleiben. Okay. Herr Roderick wünscht keine Gäste. Na, was ist er denn für ein ungehobeltes Arschloch? Ich glaube, dem muss ich mal ein paar Manieren einprügeln. Weißt du, Meister Liam und Maid Matilda. Ja, ja, die sind mir ehrlich gesagt auch egal. Dun-tün. Komm ich hier. Komm ich hier so rüber? Nee, ne? Nee, er wird da locker rankommen, aber er sagt einfach nö. Ach, guck mal, hier ist der Haupteingang. Vielleicht hier? Hallo? Hier kommst du nicht weiter. Halt, stehen bleiben. Herr Roderick wünscht keine Gäste. Das ist ja schade für ihn. Aber ich war hier noch nicht. Jetzt war ich hier aber. So, mal gucken, was wir da unten haben. Ich vermute mal ein Monsternest. Das hier, glaube ich, ist mehr oder minder hier mitten in den ollen Weintrauben. Ja, ich sehe schon. Was haben wir denn hier? Insektoiden. Nein, geh weg. Böses Vieh. Ah, ich hasse Insektoiden. Ehrlich. Ohne Witz, die sind so. Ach ja, das war total schlau. Schnauze, Mistvieh. Spinneneier, als ja ein Traum. Kikimora, Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Da hast du wahr. Und dann tun wir das doch mal. So. Oh, 100 XP. Nett. Können wir die nochmal extra irgendwie zerstören hier? Nö, ne? Da liegt einer. Der hatte. Was war denn das? Asche? Oder Asche? War wahrscheinlich Asche. Wie sich das hier einfach so durchzieht, ist ja widerlich. Gut, das waren nur drei. Wir kommen der Sache langsam aber sicher näher. Ich könnte mal wieder ein Banditenlager vertragen, tatsächlich. Darauf erstmal noch ein Brot und Speicher nicht vergessen. Markierung, Eingang. Okay, was haben wir denn hier? Da liegt eine Leiche. Oder ein Skelett. Was ist denn hier? Vielen Dank für die Rettung. Bist ein feiner Kerl, Hexer. Alter, hab ich mich gerade erschrocken, Junge. Du kannst doch nicht einfach so von den Angerern kommen. Was stimmt denn mit dir nicht? Wo gehst du denn hier hin? Geh mal hier runter, vorsichtig. Vorsichtig, habe ich gesagt. Ich sehe nichts hier. Keine Ahnung, ob ich hier wieder rauskomme. Geht auf alle Fälle ziemlich weit runter. Los, geh weiter. Irre Dinge. Und ich sehe Monsternest. Lecker, verwesendes Fleisch. Yay. Komm schon. Ah, toll. Instant vergiftet hier. Hallo? Kannst du die mal blocken, Alter? Was ist denn los mit dir? Schon wieder eins. Kikimora, Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Ja. Wie du siehst, arbeiten wir da dran. Eid in Schriftform. Mhm.
Ich, Aubin Rodier, im Wappen die Lerche, schwöre hiermit feierlich, die Bestien in den Höhlen der Marquesson-Walds mit eigener Hand zu erschlagen. Dies werde ich vollbringen oder beim Versuch sterben. Bei meiner Ehre. Ich werde nicht vom Schlachtfeld fliehen und mich keiner Tricksereien bedienen, sondern tapfer und mit offenem Visier kämpfen. Ich bekräftige meinen Schwur mit diesem Dokument in Gegenwart von 7 Zeugen. Aubin Rodier vom Lerchenwappen. Ja, du bist, gefallen, würde ich mal behaupten. Ich höre immer noch Getrampel. Ach ja, deswegen. Zeit zu sterben. Ich höre noch mehr. Sollte vielleicht... Ach du Scheiße, das ist eine große. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Schnell töten, 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 töten. Also das Einfrieren ist super. Muss ich ja mal so sagen. Wie viele von den Scheißviechern gibt es denn hier unten? Ich meine, ist gut für uns, ne? Gibt Mutagene. Mutagene brauchen wir ja eh. Ohne. Da ist schon wieder so ein Mistvieh. Ich muss hier zwischenspeichern, weil irgendwann sterbe ich wieder aus Überheblichkeit. Hab ich nicht immer ein blödes Scheißvieh. Was ist das denn hier? Auch ein Fragezeichen. Monsterlager. Achso. Ach, haben wir aus Versehen gefunden, ne? Und fast ein Levelaufstieg. Sehr schön. Gut, da waren wir dann drinnen. Dann können wir ja jetzt hier schnell hin. Die da lasse ich mal eben links liegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier. Was sehe ich denn da? Ist das? Achso, nee, das ist doch eine Olle. Speichern. Die kratzt gerade ab. Hier könnte auch wieder ein Monsterlager sich ergeben. Alles aufgepasst! Jeder! Der Hexenmann, pass doch auf! Passt du doch auf, wo ich langlaufe? Was ist denn los mit euch? Globus hackt! Ja, natürlich ein Monsterlager. Schon wieder. Hallo? Na komm! Na! So. Wo ist es denn? Da irgendwo. Kikimora-Brutgebiet. Ja, jetzt. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Yay! Da ist unser gar vorzüglich Stufenaufstieg. Numero 2. Oh, der sieht leicht hinüber aus, der Kollege. Möchte ich mal behaupten. Ach ja. So, dann hätten wir den hier noch. War hier eigentlich schon mal. Muss man so ein bisschen in die Richtung halten. Ist das das da oder was? Ein bisschen weiter weg gerade. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich da schon mal war. Nee, das müsste dann hier sein, oder? Ja. Was ist denn hier? War ich hier schon? Ach, warte mal, ist hier... Nee, der Friedhof kann hier nicht sein. Was ist denn das hier? Ich sollte vielleicht vorher speichern, bevor ich jetzt neugierig hinlatsche. Und gleich akut drauf gehe. Ein Friedhof. Mont Crane. Das ist ja
Nur was eiert da rum. Ach Gott, ja, die alten Bages. Aua! Da kommt Schaden, ich sicher. So. Kurz mal Luft aufgelöst. Gar keinen Schaden gemacht hier, glaube ich. So, hier gibt es allerhand zu sehen, wie mir scheint. Können wir die lesen? Nö. Ich habe hier irgendwo noch ein Schatülchen gesehen. Hier. Oh, ein Schwert. Eieiei. Toussaint Ritterstahlschwert. Nö, gut. Wenn es hier rumliegt, why not? Why not? Komme ich irgendwo rin? Nee, ne? Ja, sieht nicht so aus. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen rumlaufen und alles so ein bisschen abklappern. Nicht, dass hier noch irgendwo was rumsteht, was wir eventuell brauchen könnten. In Form von Hexer-Schematas oder ähnlichen. Wäre nämlich blöd, wenn wir hier nochmal herkommen müssten. Wenn wir nämlich gerade hier sind, ist das ja gar nicht mal so notwendig. Hier fliegen Kerzen durch die Gegend. Das ist auch sehr schön. Das ist völlig normales, kerzenhaftes Verhalten. Das ist ein Grüftelein. Überall liegt Kohle rum. Müssen wir mal wieder Geld wechseln gehen eigentlich, ne? Ja, glaube ich, mittlerweile wieder ein bisschen was angesammelt. Komme ich hier dann rein? Nö. Doch nicht markiert als betretungswürdig. Ja, ja, und Kackwölfe. Guck mal, hier wächst es wie Sau. Warum auch immer. Ist aber irgendwie das einzige Grab, was hier richtig wächst. Ich kann hier keine Inschriften lesen und nix. Interessant. Hier ist bestimmt irgendein Buch zu. Mhm. Geht bis hier anscheinend. Mehr oder weniger offiziell. Da oben. Ach, das ist ja. Ja, das ist das Tanzending. Und was haben wir hier? Ritter in Not. Ritter in Not, dann wollen wir ihn mal. Na, wie lange soll ich noch? Und tot. Dort nehme ich. Du hast mir das Leben gerettet. Das vergesse ich dir nicht. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Ah, du, dafür. Denk dran, Hexer. Geschichte wird von denen geschrieben, die Helden aufknüpfen können. Da geht's noch rein. Vielwertsanweisungen. In der Nähe von Monkran treiben sich einige Idioten rum. Sie schimpfen sich zwar fahrende Ritter, aber meiner Meinung nach sind das nur fuseltrinkende Halunken. Keine Ahnung, was sie hier wollen, denn es gibt keine Windmühlen, die sie bekämpfen könnten, aber diese hohlen Wadenweiser kommen immer auf die abenteuerlichsten Ideen. Egal, was sie auch wollen, wir müssen sie aufhalten. Die beste Art, sich um einen fahrenden Ritter zu kümmern, ist, ihm den Kopf abzuschlagen. Jeder, der mir einen solchen Kopf bringt, kann sich über einen prall gefüllten Beutel mit Münzen freuen. Ihr wisst, dass Philibert Vierfinger keine leeren Versprechen macht. Ich kann hart, aber auch sehr großzügig sein. Ja. Gut. Hier, Vierfinger Joe hat sich ja so erledigt. Weil den haben wir ja nun schon weggemetzelt. Sonst gibt's hier nichts. Da ist noch ein bisschen was an Zeuges. Und da irgendwo ging es noch rein. Hat sich jetzt auch nicht wirklich gelohnt. Hier ist noch einer verschütt gegangen. Ansonsten sehe ich hier nichts in der Richtung weiter. Außer das Fesselein. Dann
Oh, dann haben wir es jetzt ja. Meine Fresse nochmal. So, dann können wir eigentlich mal in Richtung Wegepunkt uns bewegen und dann gleich mal erst noch da unten gucken und dann mal sehen, dass wir eine der nächsten Quests verfolgen. Hier ist auch nichts weiter. Da drüben war noch ein bisschen was Ruiniges. Da, ist das ein Händler? Na, wahrscheinlich nicht. Ist nicht markiert. Ey, du. Brauchst du Beratung? Sei gegrüßt. Ach, fahr zur Hölle. Klatschen hier wieder Leute rum. Die keine Ahnung, ob ich es hätten. War ich hier auch schon mal drin? Nee, ne? Gibt's hier irgendwas? Nö. Na gut, auf zum Wegespunkt und dann suchen wir uns mal die nächste Kaveste. Also wir könnten eigentlich erstmal Sachen verkaufen. Und mal gucken, ob wir uns irgendwas Neues, Schönes basteln können. Dafür müssen wir zu einem Meisterschmiedelein. Sind die da unten? Hab ich auch noch gar nicht gesehen. Noch ein Bildchen Hund. Und irgendwas vibriert hier. Meine Festplatten. Ich weiß gar nicht, warum die so einen Alarm macht. Die sollte eigentlich gar nicht in Benutzung sein. Da ist nix. Was haben wir hier noch? Wahrscheinlich auch nüschte, oder? Bestimmt auch nüschte. Ich weiß, ich bin schon wieder auf dem völlig falschen Weg gerade. Aber ich muss ja gucken, was hier so und so, ne? Gut, denn jetzt hoch da. Und dann reisen wir mal zu einem Meisterschmied. Gibt hier, glaube ich, nur einen. Ha, Schnellreise. Ich habe allerdings... Ich habe so gar keine Ahnung, wo der war. War der nicht... War der hier? Rüstungsschmied? Großmeisterschmied, hier war der. Können wir hier landen? Und hier war auch die Bank, dann können wir... Schnauze. Gleich mal Geld wechseln. Wenn wir Geld haben, was wir wechseln können. Hast du ein Anliegen? Ja, bestimmt, oder? Willkommen in der Kianfalle. Ja. Geld wechseln? Ich möchte gerne Geld wechseln. Aber natürlich. Och, nicht schlecht. Ich komme später wieder. Stets zu Diensten, Herr. Jawollo. Alles in Ordnung? Ja, das passt schon. Mach mal nicht so eine Welle da hinten, sonst werde ich nämlich ungehalten. So, und dann müssen wir, ich glaube, der liebe Händler hier hat gar nicht so viel Geld, aber die sitzen hier alle auf einer Ecke. Deswegen werden wir erstmal dahin laufen. Mein Herz fließt über von all der zu dem Herren Großmeister Schmiedelein. Können auch ein paar Schematas abgeben. Und dann können wir mal gucken, ob wir uns irgendwas Schönes basteln, ob er uns irgendwas Schönes, irgendwas Schönes basteln kann. Aber ich habe fast das Gefühl, dass wir voll ausgestattet sind. Ach, der war hier vorne auf der Ecke, ne? Schnauze! Moin! Sei gegrüßt! Hoffentlich läuft deine Suche gut. Wie bist du der Lehrling? Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Was hast du denn im Angebot? Der hat auf alle Fälle eine Menge Kohle. Tschüss. 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 Muss natürlich ein bisschen gucken. Tschüss. Hier haben wir ein Relikt. Plus 20? 600. Was? Im Moment macht er minus 43, weil der kaputt ist. Die sind beide so.
Dahlia und Iron Died. Machen beide gleich viel Schaden. Die behalte ich mal. 432, 627. Minus 9 und minus 19. Achso, da muss ich hingucken. Der macht plus 20. Wie kann das denn sein? Tschüss. 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 Ja, alles tschüss hier. Mach jetzt mal die Waffen weg, ne? Weg, 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 weg. Wir haben ja ein paar hier. Boah, Alter, wie viele? Was ist das jetzt? Das war's. Hervorragend, dann können wir ja jetzt die Rüstung verscherbeln. Davon haben wir nicht ganz so viele. Minus 20. Die sind so gut wie unsere. Oh, wir hatten aber nicht so gut gebufft. Nein. 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 Plus 15. Schwere Rüstung gegen unsere Vipernrüstung. Okay. Hat ein bisschen mehr durchbohren, aber kaum Giftresistenz. Und ein bisschen mehr Aufschlitzenresistenz. Aber keine Monsterresistenz. Oh, überlege ich mir noch. 8. Färbemittel. Oh, hier auch plus 20. Und die hatte plus 15. Die hat durchbohren und aufschlitzen mehr. Aber kein Gift und kein Schaden durch Monster und dafür nur 20 mehr Rüstung. Und noch Elementarresistenz. Ja, weiß ich nicht. Sehe ich irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Das ist plus 20. Plus 15 kann schon mal weg. Die kann schon mal weg. Die behalte ich mal noch. Weg. 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 Oh, jetzt ist er pleite. Ist ja ein Traum. Ist ja richtig ein Dream hier, wa? Richtig ein Dream. 133 ist genau so viel. So, jetzt hat er nämlich nichts mehr. Handwerk. Wir gucken mal. Husen. Haben wir denn irgendwas, was besser ist? Ich glaube nicht, ne? Jäger. Meisterlich gefertigte Greifenhose. Bonus. Was fehlt denn da? Die überlegene Greifenhose. Ach, jetzt muss ich mir ja. Jetzt muss ich mir fast alles wieder anfertigen, oder? Ach nee. Wenn, dann brauche ich ja die Großmeisterhose. Was brauche ich dafür? Die meisterliche Hose. Ich habe eigentlich alle Meisterrüstungen, ne? Von daher, was ist das hier? Angereicherte Demeritium. Okay. Ja, was kriege ich denn hier? Nach Wirken von Zeichen im Standardmodus unter Ausdauerverbrauch wird beim nächsten Zeichen, dass innerhalb von 3 Sekunden im Standardmodus gewirkt wird, keine Ausdauer verbraucht. Oh, sehe ich nicht so. Auf ein Schwert können bis zu 3 verschiedene Höhle zugleich. Die hier hätte ich gerne. Die Großmeister-Wolfshose. Hat aber minus 8 Rüstung. Bart. Minus 8. Was haben wir denn im Moment an? Die Herzogwächter. Warte mal, wir können auch mal bei den Handschuhen anfangen eigentlich, ne? Bären greifen Großmeister. Wenn ein Quenchschild zerbierst, besteht eine Chance, ohne Ausdauerverbrauch einen neuen zu wirken. Der Bonus wird mit jedem Ausrüstungsteil des Herzens um 5% erhöht. Okay. Zeichen. Wolf, Greifen und Bärenhandschuhe habe ich im Moment. Großmeister, Manticore. Chance auf kritische Treffer und Schaden von kritischen Treffern gelten auch bei Bomben.
Das ist nicht so wichtig, macht aber immerhin ist plus 2, aber die hier auch. Ich glaube, die haben auch alle dieselben Stats, ne? Haben wir noch irgendeinen Großmeister hier? Nee, ich denke mal, wir werden uns auch, bevor ich mich dann entscheide, was ich mir bastel, werde ich dann wohl erstmal alle Sachen suchen, ne? So, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas? Hier, plus 14, Gies Heft. Das hier baue ich mir auf jeden Fall. Plus 14. Und irgendwas, was noch besser ist. Bin ich noch mit den Silberschwertern? Ja, ne? Ja. Plus 14 hatten wir dann jetzt. So, das war's. Dann gucken wir mal die Stahlwaffe. Ist, glaube ich, schwierig, darüber zu kommen. Lalalala. Da ist plus 16. Toussaint Stahlschwert, Stufe 49. Rüstungsdurchbohrung, kritische Treffer. Chance auf Verbrennen. Von Natur aus. Boah, nice. Alter, der ist aber gut drauf. Noch irgendwas? Auch mit 49. Was haben wir denn hier? Virulidanische. Entschuldigung. Die ist genauso gut wie unsere momentane Stahlwaffe. Und hat genauso viel Crit-Treffer und alles. Die sind auch genauso gut. Das war's auch schon. Gibt es eigentlich dieses verbessert? Schwarzes Einhorn. Hört sich auch nice an, ne? Schelmenschwert, meisterlich. Gibt es auch Großmeisterschwerter? Ich weiß das gar nicht. Langschwert, Langkrall, Katzenhaar, Großmeister. Hier, Großmeisterschwert. Alter, was? Das Großmeister-Wolfschwert. Also ganz ehrlich, die Rüstungssets. Die lohnen sich einfach überhaupt gar nicht. Ich kriege einen Bonus für maximal 6 Teile. Das heißt, jeweils 3 und jeweils 6. Ich glaube, da kommen wir auch so, glaube ich, drauf hin. Guck mal, Alter, das hier macht minus 40 als das, was wir jetzt haben. Das hier auch. Das ist einfach, das ist so überhaupt nicht lohnenswert. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Ja. Problem ist, wir müssen eigentlich, ne? Aber zumindest die Wolfsschulenausrüstung müssten wir tragen. Zumindest die Wolfsschulenrüstung eigentlich. So, Dalie macht plus 20. Das hier macht plus 14. So, dann lass uns mal vergleichen. Komischerweise machen die genauso viel. Das hier macht eigentlich sogar weniger. Warum macht das denn... Huch. Silberschwert. Warum wird mir denn hier plus 14 angezeigt? Wenn das eigentlich minus 7 macht. Und da wird mir plus 6 angezeigt. Warte mal. Ich repariere mal eben schnell alles. So. Sei gegrüßt. Ja. Würdest du... Natürlich. Ja. Handwerk. Reparieren. Verwendete Ausrüstung reparieren. X. Ja. Dann das hier reparieren. Plus 3. Plus 15. Plus 15. So, pass auf. Dann können wir noch mal ein bisschen was verklöppeln. Plus 20 nicht. Hier den weg. Den weg. Den weg. Hemd? Weiß ich nicht, ob wir es brauchen. Erstmal nicht. Stiefel weg. Stiefel weg. Stiefel weg. 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 Und die Buchsen auch. Ciao. 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 Und. Nee. 17. 44. Tschüss.
207, plus 10. Gibt Vitalität. Durch Bohrungsschadenresistenz und Aufschlitzenresistenz. Kann einmal gesockelt werden. Wo sind wir denn überhaupt kohlenmäßig? Oh, 44.000. Eieiei. Aber auch nur magisch. Da fehlt uns dann Giftresistenz und die Resistenz gegen Schaden durch Monster. Plus 10% Gift und Elementarresistenz. Ah, sehe ich auch noch nicht für 10 Punkte, ehrlich gesagt. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Tschüss. 89, die können wir nicht mehr verkaufen. So, jetzt habe ich mal alles repariert. So, dann wollen wir jetzt mal die Statistik angucken. Viel Glück auf. Ich habe fast die Befürchtung, huch, das war zu weit, dass das ein bisschen verbuggt ist, oder? So, 613, 627. Dalie macht genauso viel Chance auf Vergiften. Ja, Viecher vergiften machst du ja eher selten, oder? Aber warum steht da plus 20? Kann ja gar nicht. Die sind doch gleich. Rüstungsdurchbohrung, okay. Igni-Zeichen, okay. Kritischer Trefferbonus, okay. Verstehe ich nicht. Das hier genauso. Da steht immer noch plus 14. Und da steht jetzt aber plus 6. Also irgendwas kann da nicht richtig sein. Irgendwas kann da nicht richtig sein. Ich werde die Sachen mal behalten. Und ja, so gesehen. Also wenn dann wohl die Wolfsschulenrüstung aktuell auf jeden Fall. Wegen den drei Ölen. Würde. Natürlich. Weil drei Öle zur selben Zeit ist natürlich enorm geil. Dafür brauche ich aber drei Teile davon. Hier. Bomben werden verzögerungsfrei. Auf ein Schwert können bis zu drei verschiedene Öle zugleich angewendet werden. Und der hat natürlich ein bisschen mehr Zeichen. Aufschlitzenresistenz ein bisschen mehr. Resistenz gegen Schaden durch Monster ein bisschen mehr. Elementarresistenz hat er mehr. Kann zwar nur zweimal gesockelt werden, aber... Gut, und keine Giftresistenz. Aber sonst Ad und Igni kriegt er auch wieder rein. Wieso brauche ich eigentlich für die Großmeisterhandschuhe keine vorangegangenen Handschuhe? Hier, kaufen. Und dann ziehen wir die gleich mal an. So, das waren dann die Wolfshandschuhe. So, jetzt muss ich gucken, was ich noch so wolfstechnisch habe. Guck mal, jetzt haben die aber überall einen Bonus drauf, ne? Ach nee, wir müssen auf Großmeister. Okay, okay, okay. So. Was macht denn die Großmeister-Wolfshose? Die hat Minus. Boah, Alter, die hat so viel Minus, das tut ja schon weh. Die hat zwar mehr Angriffskraft und mehr Zeichenintensität, hat aber weniger Aufschlitzenresistenz. Mehr Resistenz gegen Schaden durch Monster. Elementarresistenz, dann fehlt mir aber Vitalität. Durchbohrungsresistenz, Durchbohrungsschadenresistenz fehlt mir, Zerschmettern fehlt mir, Gift fehlt mir auch. Ich habe Giftresistenz? Hat es gesockelt oder was? Ja, kann natürlich auch sein. Und halt minus 8. Das ist halt doof. So, dann gucken wir mal weiter. Oberkörper, Großmeister, Wolf. Ah, guck mal hier, das sieht schon mal besser aus. Lässt sich auch dreimal sockeln. Adrenalin gewinnen. Durchbohrung ein bisschen weniger. Zerschmettern Resistenz mehr. Aufschlitzen ein bisschen weniger. Schaden durch Monster ein bisschen weniger. Gewinnen Erden Axi. Können wir selber sockeln. Giftresistenz. Jo, so what? Und Elementarresistenz. Ich weiß nicht, ob mir das wert ist. Ehrlich gesagt, bei nur plus 5. Ich nehme die mal. So, das war dann das Teil. Und dann bräuchte ich noch ein
Passendes Schwert. Großmeister Wolfsilberschwert macht viel weniger Schaden. Dann das Großmeister Stahlschwert macht noch weniger Schaden. Ja, da müssen jetzt die Schuhe eigentlich passen, ne? Großmeister Schuhe? Da. Ne, auch weniger. Nur 6. Und die Vitalität geht natürlich runter, ne? Für ein Schwert können bis zu 3 verschiedene Öle zugleich angewendet werden. Ich weiß nicht. 3 Öle gleichzeitig. Gut. Bringt mir ja so gesehen eigentlich auch nichts, ne? Wäre eigentlich Quatsch. Hallo? Ach, der hat nichts. Toll. Ja. Wiedersehen. Viel Glück auf. Ich meine, gut, bauen wollte ich die Rüstungsteile ja sowieso eigentlich. Aber wirklich geil sind die jetzt aber auch nicht, ne? Ich meine, wenn ich mir das mal so angucke. Die Vipernrüstung ist der Großmeister Wolfsrüstung in allen Belangen überlegen. Komplett. Komplett. Durchbohrungsschadenresistenz haben wir plus 11%. Giftresistenz haben wir plus 50%. Aufschlitzenresistenz haben wir plus 6, Resistenz gegen Schaden durch Monster haben wir plus 40, also auch 9% mehr, Elementarresistenz haben wir 40% mehr. Das Einzige, was wir da drüben, das Einzige, was wir bei der Großmeister Wolfsrüstung mehr haben, ist 5 Punkte mehr Rüstungswert, ein bisschen mehr Adrenalingewinn und Zerschmetternresistenz. Und das war's. 3 Öle gleichzeitig. Das ist es mir einfach nicht wert, ehrlich gesagt. Und hier, gut, hier sind die Handschuhe aber besser, ne? Ein bisschen mehr Zeichenintensität, Durchbohrungsschaden ist identisch, mehr Aufschlitzen. Also hier sind die Handschuhe definitiv besser, dafür brauche ich dann Igni und Art da drinne. Also die würde ich ausrüsten. Und dann große Igni und Art Glyphe. Wobei, wir arbeiten jetzt mehr mit Art eigentlich, ne? Wie viele Glyphen haben wir denn jetzt igni-technisch? Quen, Axi, Irden, Art und Igni. Nehmen wir nochmal Igni und Quen. Dann haben wir zweimal Igni. Zweimal Quen. Und nur einmal Art. Wir arbeiten jetzt gerade viel mit Art, ne? Da würde ich ja wirklich zweimal Art da reinhauen. So. Ja, und ansonsten, also hier sehe ich keinen Gewinn drin. Hier ja schon eher. Aber die Rüstungsteile, die lohnen sich einfach so gar nicht bis jetzt. Also das tut ja schon fast weh. Von 6 Teile. Und was das mit den Schwertern hier auf sich hat, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie der hier plus 14 machen kann. Gut, hier ist halt der Trefferbonus, ne? Und den kann ich auch sockeln. Aerondite ist ja anscheinend ein, ist ja auch ein Wolfsschulenschwert. Warum das allerdings nicht als Hexausrüstung gekennzeichnet ist, erübrigt sich mir nicht. Der Schaden wird um 20 bis maximal 40, je nach Charakterstufe erhöht. Ach guck mal, jetzt ist es bis maximal 40 wird der Schaden erhöht. Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Guck mal, jetzt wird er bis maximal 40. Vorher waren das 30, ne?
Ich verstehe sowieso die Beschreibung irgendwie noch nicht so ganz. Jeder Schlag erzeugt Ladung, das verstehe ich. Die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Das heißt, ich mache von, sag ich mal, maximal 627, mache ich dann 637 Schaden pro Ladung. Und im Moment bewirkt stets kritischen Trefferschaden. Der Schaden wird um 20 erhöht. Bis maximal 40. Also ich kann im Moment nur bis zu 4 Ladungen. Also 667 Schaden machen im Moment aktuell. So, hier haben wir kritischen Treffer Bonus. Was haben wir hier? Rüstungsdurchbohrung, Igni, Bonus, Chance. Also Gies Heft ist definitiv bedeutend besser als Dalie. Wenn die ein bisschen mehr Schaden macht. Ich verstehe es halt trotzdem nicht. So, ich rüste mal den aus. Der sagt jetzt immer noch plus 6. Und hier sagt er auch noch plus 6. Aber eigentlich sind es ja plus 7. Wenn ich den jetzt ausrüste, dann haben wir hier minus 6. Plus 6, weil der ja mehr Schaden macht. Der hat aber definitiv die besseren Perks da drauf. Meiner Meinung nach. Und der hier, der zeigt, jetzt zeigt der nicht mal mehr an, ob Plus oder Minus. Warum zeigt er denn da noch Plus 20 an? Müsste das nicht bei Ion Dite anzeigen? Ich bleib, glaube ich, bei dem Schwert erstmal, silbertechnisch. Und das mit den Klingenölen, ja gut, kannst du machen, musst du aber erstmal nicht. Und sonst haben wir, glaube ich, auch nichts weiter hier, ne? Noch ein paar Rüstungen, die wir verkloppen könnten. So, hier müssen wir halt erstmal was Besseres finden. Vor allem die ist auch noch gut. Die, das Gewicht ist jetzt erstmal wurscht, aber... Ach ja. Wir könnten rein theoretisch auch mal zurückreisen und uns Verzauberungen noch für Rüstung holen. Die ich jetzt aber auch nicht so geil fand, ehrlich gesagt. Und hier halt die Hose und die Stiefel, ne? Dass die halt ein bisschen mehr Vitalität geben, das freut mich halt auch sehr. Hier plus 350 und plus 400. So, der hat zwar 20 mehr Rüstung, aber... und ein bisschen mehr Durchbohrung und Aufschlitzen und Igni-Zeichen-Intensität. Dafür fehlt ihm aber die Giftresistenz und Resistenz gegen Schaden durch Monster und die Elementarresistenz. Also gegen Feuer und ähnliches sind wir geschützt. Schaden durch Monster sind wir geschützt. Und Gift auch, was bei den Kikimuren ja meiner Meinung nach wichtig ist. Wo hatten wir denn hier? Hier, Damage pro Sekunde, Silberschwert. Macht. Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen. Ja gut, da sind halt keine Buffs drauf. Ne? Gesamtspielzeit 199 Stunden. Stimmt übrigens auch nicht. Wir sind bei weit über 250. Hier ist halt ein bisschen was drauf. Rüstung. Haben wir insgesamt 57% gegen Aufschlitzen, 59% gegen Schaden, 14% zerschmettern, 46% durch Monster, 52%. 100%ig giftresistent sind wir im Moment noch. Und gegen Bluten. Armbrust, okay. Vitalität. Regeneration außerhalb des Kampfes 1 pro Sekunde und im Kampf auch 1 pro Sekunde. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Zusätzlich. Chance auf sofortige Tötung, Bonus-Erfahrungspunkte. Wir haben Regeneration von 1 Punkt pro Sekunde. Außerhalb und im Kampf. Echt? Habe ich das geskillt? Die ist hier aber neu. Giftresistent, wollte ich mal gucken. Haben wir insgesamt 100%. Wir müssen ja die jeweils... Giftresistenz haben wir hier 50. 20. 80. Nö, eigentlich haben wir nur 80 Giftresistenz. Hm.
So, und irgendwo habe ich Regeneration anscheinend. Mit dem Bonus durch Mutagene, die in einem Mutagenplatz im Charakter... Ach, siehst du, das muss ich auch noch weiter skillen. Das stellt 25%. Meine eigene Vergiftung. Wo habe ich denn Gesundheitsregeneration, bitte? Können wir eigentlich mal wieder was Neues erforschen? Den hier könnten wir jetzt erforschen. Euphorie. Jeder Adrenalinpunkt verringert den erlittenen Schaden. Stärkte Synapsen. Anzahl erforderlicher Mutationen, um die nächste Stufe zu erreichen. 4. Wir haben jetzt 3, ne? Wird magische, einzigartige und Hexerschwerter gezogen, erhöht sich der durch das Zeichen verursachte Schaden um 50% des Schwertschadens. Boah, dafür brauchen wir 5 Fertigkeitenpunkte. Alter Schwede. Anforderungen, schneidende Kälte und Blutbad. Dafür brauchen wir 3. Den hier könnten wir jetzt erforschen. Aber ich will ja da oben hin, ne? Und dafür brauchen wir 3 Punkte. Dafür wäre dann Kampf. Hier geht Kampf und Zeichen und hier geht halt alles 3 rein. Und den will ich haben. Bist du vorübergehend und unverwundbar und regenerierst 100% Vitalität. Den will ich haben. Das heißt, ich brauche jetzt noch einen Fertigkeitenpunkt. Dann können wir das nächste Ding erforschen. Und dann kriegen wir, glaube ich, auch einen Platz wieder, oder? Rüstungsschmelze. Ja, 4. 8. 12. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, wir müssen auch alles erforschen. Alter, wie viele Level soll ich da noch aufsteigen? Das wird ja in 100 Jahren nichts. Um alle Plätze hier frei zu bekommen. Hat er jetzt noch Kohle gehabt? Ich glaube nicht, ne? Sei gegrüßt. Es tut mir leid. Hier. Was hast du denn? Wo hat er so viel Geld her? Was ist denn los? Ich bin verwirrt. Hier, du kannst auch weg. Weg, weg, weg. Und die Handschuhe. Ja. Tschüss. Ich bin eher so für Hexerausrüstung tatsächlich. Was haben wir denn noch so an Palunder, den er kaufen war, würde? Hier haben wir noch ein Sättelchen. Mit 110. Wie? Ich will's mich aber verarschen. Ich meine, spielt jetzt keine Rolle mehr, aber. Wieso habe ich denn sowas nicht ausgerüstet? Was ist da denn los? Hiervon kauft er, glaube ich, nichts, der Lump, ne? Das hier sowieso nicht, das ist ja alles mein Gefresse. Festgegenstände. Ach, guck mal hier. Den ganzen Schmuckes. Hier, ciao. 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 Geht nicht. Was ist das hier? Reines Silber ist auch nur Plunder. Tschüss. Und tschüss. Und hier unten ist auch noch ein Haufen Schamuck. Alles weg. Alles weg, 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 weg. Noch mehr Sachen dazwischen. Was ist das denn hier? Ach, das ist die alte Karte von Toussaint. Was haben wir hier? Vorratsrechnung. Oh, die habe ich nicht gelesen. Kann ich, warum nicht? Ganz merkwürdig. Bücher können wir auch noch nicht verkaufen. Haben wir noch nicht alle von gelesen. Was haben wir hier denn alles? Besitzurkunde von Corbianco. Was ist das denn hier? Zitation von Herzogin Anna Henrietta. Buch, okay. Mertens letzter Brief. Jo,
Ich buch. Und davon verkaufe ich ja eh nichts. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. War das so teuer, das Scheiß, den, die Rüstungssachen herzustellen oder was? Das war heftig. So, jetzt gehen wir mal zu ihm hier. Hoffen, dass er auch noch ein bisschen Kohle auf Tash hat.